Hallo liebe Paddelfreunde, heute nehme ich euch mit auf eine Tour auf der Hunte. Gestartet sind wir wieder bei der Ölmühle, das Ziel war Sandkrug. Das ist aber keine normale Fahrt, heute haben wir nämlich ein neues Boot dabei. Darf ich vorstellen? Kitsune. Kitsune ist ein Turiak, die ältere Bauform in der 470 Meter Länge mit Steueranlage, haben wir gebraucht gekauft und reingesetzt und funktioniert. Ja, und hier ist unsere erste Tour auf der Hunte. Vorne fährt Kelpi. Jetzt sind wir mit der ganzen Flotte ausgelaufen heute. Ja, ich wollte mal sehen, wie der Turiak sich so in der Kleinflussumgebung schlägt. Und es hat super Spaß gemacht. Die Tour haben wir ja schon ein paar Mal gezeigt, deshalb hier nur die spannenden Stellen. Hier einmal die große Sohlrampe bei Hundlosen. Das hat schon mal super geklappt. Das Boot ist sehr stabil. Und jetzt kommt auch im Anschluss die nächste. Die bekommt man ganz schön Speed drauf. Und hier zieht es einen immer auf die linke Seite, aber mit der Ruderanlage kann man da relativ schnell nachsteuern. Ja, und jetzt wieder der Teil durch das Bahneführerholz, der gefällt mir immer sehr gut. Heute waren noch viele Leihboote unterwegs, die habe ich jetzt hier natürlich nicht mit auf dem Video. Mir war das schon fast wieder zu voll. Hier nochmal der Abschluss, der große Schwall, kurz vor Ende der Tour. Mal sehen, wie sich Kitsune hier schlägt. Ja, das hat auch prima geklappt. Ich habe auch kein Wasser ins Boot bekommen.
Ja, die letzten Meter der Tour brechen an. Hier Eisdruck oder Sandkrug, die Ausstiegsstelle. Vorne ist noch ein 10er Kajak, das habe ich auch noch nicht gesehen. Das bietet wohl dieser Verleiher hier an. Die setzen hier ein und fahren dann anscheinend bis Wadenfleet. Hier oben sieht man an der Ausstiegsstelle ist eine ganz schöne Wohling von den Verleihern, die hier Boote einsetzen und auch wieder abholen. Ja, da habe ich Kitsune mal auf die Schulter genommen und habe es die Treppe hier beim Ausstieg hochgetragen. Das hat auch ganz gut funktioniert. Jetzt habe ich mir schwieriger vorgestellt. Mit dem harten Boot kann man sowas mal machen. Mit Kelpie wäre das nicht so ohne weiteres möglich. Ja. Und dann war die Tour schon zu Ende, hat wieder viel Spaß gemacht, war ein bisschen voll. Ja, und bis zum nächsten Mal.